Jetzt kommt die andere Seite. Jetzt geht's dann mit Dorian weiter. Waffen erstellen, stimmt ja. Jetzt geht's mit Waffen wieder los. Da muss ich jetzt nochmal ganz kurz mal jucken. Mal lucke, lucke. Jetzt haben wir hier Lovias Zorn. Machen wir da den besseren SPS, oder? Ein Meisterwerk hierauf oder ein Meisterwerk auf die Rüstung? Was wollten wir für eine, was wollten wir hier geben? Mehr Dings, ne? Nee, 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 warte mal, nee. Bei ihm machen wir auf jeden Fall ein Meisterwerk. Weil er hat ja sehr starke Fähigkeiten. Und die Fähigkeiten richten sich ja davon aus, wie hoch der SPS von seinem Stab ist. Das heißt, da Dorian ja sehr mächtige Fähigkeiten hat, als Zauberer, die Angriffe verursachen, braucht er auch einen hohen SPS-Wert. Ja. 105, 125 können wir leider nicht mehr machen. 122. Und ich wollte... Was für einen Stab wollte ich ihm geben? Ich wollte ihm einen Blitzstab geben. Weil Solus hat Eis, Vivien soll Blitz haben und Dorian soll... Blablabla. Vivien soll Feuer haben, weil Feuer am meisten Schaden noch macht. Und Dorian soll Blitz nehmen, weil Dorian eine Menge Feuer zaubert. Und ich will das nicht eintönig machen, damit Dorian gegen irgendwelche Feuergegner nichts anrichten kann. Genau hier. Elektrizität haben wir ja Everreed. 122 SPS Feuer, 122 SPS Elektrizität, richtig. So, erstmal so richtig fett auf kritische Trefferchance. Das können wir gleich dann nochmal machen. 22 kritische Trefferchance. Bonus auf kritischen Schaden, das ist so schön. Alter, 36%. Vor allem, wenn er dann Meistererfolg machen, geht das noch höher. Bonus auf kritischen Schaden. Jawohl. 24%. Super. Und wir probieren es nochmal. Klappt es nochmal? Nein, diesmal klappt es leider nicht. Das Glück ist uns dieses Mal nicht hold. Geht das wieder, geht das Laden wieder los. Was habe ich jetzt benutzt? Kernholz, ne? Was ist denn, wenn ich jetzt was anderes nehme? Nur mal so. Elektrizität. Großbärenhaut. Großbärenhaut. Falscher Schuppen. Was denn, wenn ich jetzt einen Drachenzahn nehme? Nee, will irgendwie auch nicht. Okay, also irgendwie hängt das jetzt von den Items ab. Ich habe ja entweder extrem viel Pech oder es liegt irgendwie daran, dass es beides 40% sind. Also irgendwas. Das weiß ich selber nicht so ganz. Muss ich selber noch ein bisschen ausprobieren. Dann nehme ich jetzt einfach mal 30%. Okay, der ist sehr hartnäckig gerade. Da muss ich wohl doch kurz mal irgendwas opfern. Also es ist echt sehr merkwürdig, wie sie das gemacht haben mit diesem Meistererfolg, ne? Manchmal geht's nicht. Durchs Laden kannst du das... wird das auch irgendwie ganz komisch gespeichert? Keine Ahnung. Es ist wirklich kein Random-Effekt, ne? Die haben das bewusst so eingefügt, wegen dem Speichern. Weißt du, wir waren schon, was ist jetzt der letzte Try? Ah, guck mal. Jetzt geht's doch, obwohl es auch 40% waren. Das hängt doch vom Item ab, tatsächlich. Jedes Item hat irgendwie immer eine andere Chance. Gerade jetzt. Und dadurch, dass es jetzt ein Meistererfolg ist, haben wahrscheinlich die anderen jetzt auch wieder einen Random-Erfolg. Ja. 133 SPS, naja. 24% kritische Trefferchance. Sehr gut für uns, weil wir profitieren davon ja dann auch. Das ist dann das Chronicon tatsächlich. Weil da steckt halt das Wort Icon zum Beispiel drin als Symbol für Chron, was die Abkürzung für Kronos ist, griechisch für Zeit. Also, weil Dorian ja der Zeitfuzzi ist mit Zeitmagie und so weiter. Jetzt kommt noch der Stabgriff. Davon haben wir eine Menge zur Auswahl, ne? Die haben zwei Stücke, okay, was heißt eine Menge?
Stabklinge, Stabgriffe. Okay. Das regt mich gerade wieder ein bisschen auf, dass das Headset wieder so rumknattert. Können wir es mal sein lassen? Ja. Okay. Angriff, Leder, Attribut, Stoff. Angriff, Metall. Angriff, Leder. Boah. Angriff, Leder, okay. Stoff. Das macht jetzt den Angriff an sich höher, ne? Ja, 11% Angriff. Rüstungsdurchdringung, Strauchen mal Treffer, bla bla bla. Und das hier wird nochmal die kritische Trefferchance, ne? Ja. Schade, dass es keinen Griff gibt, der nur aus Leder besteht. Also der zweimal Angriff Leder hat. Da will ich nochmal die kritische Trefferchance und nochmal den Bonus auf kritischen Treffer nochmal erhöhen. Was gibt's denn hier so Schönes? Angriff 8 Metall, Angriff 3 Stoff. Angriff 6 Leder. Hier können wir das theoretisch auch nochmal machen. Alter, wie eine Menge Stabklingen. Was? 1, 2, 3, 4, 5 Stabklingen haben wir in der Stufe 3? Oh! Attributstoff, Angriff Leder. Alter, haben wir hier was zur Auswahl? Angriff. Nee, nee, das will ich nicht. Und das ist alles nur Stoff, nee. Obwohl Attribut ist das ja, ne? Können auch mal Willenskraft und Magie erhöhen. Was nehme ich denn da? Gott. Angriff 6 mit. Angriff 8 Metall. 3 Stoff. Und das hier war Angriff 6 Metall, Angriff 3 Leder. Okay, warte mal. Dann nehme ich den. Mache da 11% Angriff drauf. Und hier packe ich dann nochmal kritische Trefferchance. Das ist jetzt der Griff. Okay, warte mal. Okay, nee, Griff habe ich hier eh nicht aufgeschrieben, ne? Nee. Griff der Zeit. Keine Ahnung. Zock. Und jetzt wollte ich. Das war jetzt nochmal kritische Trefferchance. 6 Leder, Angriff 3 Metall, Angriff 3 Leder, Attribut 6 Stoff. Angriff 3 Leder, genau. Das will ich, glaube ich, nehmen. Oder? Ja, doch, der ist nicht schlecht. Dann möchte ich jetzt nochmal ganz gerne. Das war Bonusschaden und Barriereschaden. Und Willenskraft war nur Angriffskraft und Verteidigung gegen Magie, ne? Ja, 11 Magie. Und dann möchte ich hier jetzt nochmal den Pusherschuppen drauf haben. Bonus auf kritischen Schaden. Zack. Spitze. Warum steht hier Spitze, wenn das doch der untere Teil des Stabes ist, glaube ich? Weißt du? Momentum. Weißt du, Zeitenkern, so. Und jetzt die Rune. Eine Rune des Geistes. Bäm! Ausgezeichnete Rune des Geistes. Sowas herzustellen tut immer so weh, weil wir haben davon so wenig. Okay. Wir haben jetzt einen Stab mit einem relativ hohen SPS-Wert, weil wir ihn einen Meistererfolg haben. Benutzt haben. Meistererfolg. Dann kommt jetzt das hier noch dran mit. Mit mehr Fokus, ne? Aber andererseits, der Fokus bringt eigentlich gar nicht so viel, weil Dorian eh immer ganz hinten ist am Arsch der Welt.
Da steht ja 10% mehr Fokus in einem Radius von 8 Metern. Dorian als Magier steht doch immer ganz hinten am Arsch der Welt. Da kommen die Gegner doch gar nicht ran. Der ist doch immer außerhalb dieses Bonus dann. Bonusradius. Das ist eigentlich total schwachsinnig. Boah, ey, Leute. Gerade mal. Ja, wir haben ja gespeichert, ne? Machen wir jetzt auch nochmal einen. Angriff, ein Dingserfolg, Meistererfolg. 9 Magie! Ja. Phoenix-Schuppen, Pirscher-Schuppen war dann im Fernkampf. Und Resistenz. Heilungsbonus. Ich meine, Dorian hat ja diesen passiven Skill bei der Nekromantie, dass er sich jedes Mal um 10% Gesundheit heilt, wenn ein Gegner in der Nähe stirbt. Würde das dadurch dann nicht beeinflusst? Durch diesen Heilungsbonus hier? Würde er dann nicht mehr Lebenspunkte kriegen als nur diese 10%? Also diese 10% Lebenspunkte, die er bekommt, wenn ein Gegner in der Nähe stirbt, würde dann nochmal 12% nochmal zusätzlich HP geben, oder? Ist halt so scheiße, dass wir davon nichts haben. So, die letzte. Wirksamkeit sämtlicher Arten der Heilung. Ich mach's mal. Ja, und jetzt kommt... Ja, schön, wieder laden. Oh ja, geil. Ich liebe es. Weißt du, da geht auch die meiste Zeit drauf. Hallo! Haben wir unseren Stab eigentlich? Ja, ne? Da haben wir ja gespeichert gehabt. Ja. Rüstung herstellen. Hallo, Zalo, Drachenkrallen. Dales Loden. Pirscherschuppen. Nee, ey. Was macht denn Großbärenkrallen? Ja, hat auch wunderbar funktioniert. Jetzt muss ich die ganze Zeit diese Scheiße rauspicken, ey. Alle Arten von Items, ob es jetzt nun klappt oder nicht. Warum? Das ist bei dem auch so ein bisschen scheiße hier, dass hier jetzt alles irgendwie so kreuz und quer. Hier ist das in der Mitte, dann ist irgendwas ganz unten. Das ganze irgendwas. Nee, dann nehme ich halt die Wyvernhaut. Fuck you! Irgendwann komme ich aus Versehen aufs Speichern drauf, weißt du? Dann. Nein! So, da waren wir schon. Es macht so einen Spaß. Jetzt wird eigentlich noch Kernholz. Okay, er spielt also den Macker jetzt hier. Gut. Das heißt, da müssen wir also auch wieder. Müssen wir erstmal. Ja, cool. Muss jetzt wieder irgendeinen Scheiß hier machen. Was haben wir denn ganz viel? Seide braucht kein Mensch. Hundsleder braucht auch kein Mensch. Drachenzahn, zack. So. Hat nicht geklappt. So ein Jammer aber auch. Warum hat das denn nicht geklappt? Das ist doch total scheiße gewesen. Jetzt komme ich hier durcheinander. So. Nein, er spielt immer noch den Harten. Alles klar, also dauert es noch länger. Gut. Wir haben es noch früh. Es ist nur arschwarm hier. Draußen ist Totenstille, kein Wind. Es ist ja eigentlich auch Gewitter angesagt. Hallo, Baumwolle. Juck. Alter, es kratzt. Drachenzahn. Zack. Oh, so ein Jammer aber aus. Hat nicht geklappt. Oh, dumm. Ah, scheiße. All meine Drachensachen sind jetzt weg. Scheiße. Oh nein, es hat wieder nicht geklappt. Wieder meine ganzen Drachensachen weg. Wieder 22 Drachenknochen weg. Weißt du, so nach dem Motto, wenn du es tatsächlich nicht mit Ladenspeichern machen würdest.
So. Na, gehen wir jetzt auf oder wollen wir weiterspielen? Gut, wir wollen weiterspielen. Alles klar, kein Problem. Ich kann das den ganzen Tag machen. Jetzt hätten wir sogar 66 Drachen heute verschwendet. Kein Problem. Okay. So eine Scheiße ist echt nicht mehr lustig hier. Eins. Zwei. Jetzt kommt Nummer drei. Warte mal ganz kurz. Der ist noch um. Ja, warte mal ganz kurz. Was soll ich denn sonst machen? Schuppen. Alles klar, wir haben immer noch nicht draus gelernt. Okay. Probiere jetzt nochmal Kernholz. Ich kann mir vorstellen, dass sie das im nächsten Dragon Age auf jeden Fall anders machen werden. Weil das kannst du mir nicht erzählen, dass sie so eine Scheiße hier weiter nochmal machen wollen. Mit diesen befickten 10% mehr Wert hinzufügen. Wo sowieso alle Leute hier immer nur laden werden. Ja. Cool. Laden, weiter. Also das ist bis jetzt am hartnäckigsten, ne? Also das eine Mal war es ja auch mal viermal, glaube ich, irgendwie. Aber das hier ist gerade richtig abfuck. So, das dritte Mal. Klappt es beim vierten Mal jetzt? Beim vierten Mal. Ich glaube, das war bei Cassandra, oder? Was auch so hartnäckig war. Cool. Fünfmal also. Okay. Neuer Rekord. Sind jetzt also beim fünften Mal schon. Sind ja nur 40%, weißt du? Dann wird es beim fünften Mal bei einer 200%igen Wahrscheinlichkeit ja auch nicht anders laufen. Alles klar. Inzwischen habe ich auch schon langsam aufgehört zu zählen, ja, wirklich. Ich probiere jetzt nochmal kurz was anderes aus. Ja, langsam komme ich jetzt auch durcheinander hier. Was wollte ich denn jetzt nochmal was machen? Kann ich jetzt schon gleich eine ganze Folge aus Dorians Rüstung machen als Titel? Geil. Cool. Finde ich echt interessant gerade. Eigentlich müsste ich das auch so durchrattern lassen, um herauszufinden, wann jetzt eigentlich das Richtige kommt. Also, der wollte er nicht. Der wollte auch nicht. Das war jetzt zweimal. Ich glaube, das war jetzt aber immer noch nicht der Fall, ne? Ich glaube, das war jetzt schon über fünf, ne? Inzwischen weiß ich auch gar nicht mehr, wo ich jetzt eigentlich bin. Also momentan bin ich zu Hause. Aber bei welcher Zahl bin ich jetzt gerade jetzt hier? Großbandclown. Nein, okay. Alles klar. Gut, machen wir weiter das Spiel. Am besten, wir verhauen jetzt unsere kompletten Sachen allein in einer einzigen Rüstung. Gleich kriege ich einen Ausraster. Zack, zack, eins. Gleich schlafe ich ein. Zwei. Drei. So, kann ich jetzt was machen? Das ist jetzt, glaube ich, das sechste Mal, ne? Es macht so einen Spaß, hurra! Gut, das siebte Mal also. Gut. Dann fahren wir jetzt sieben Drachenzähne dran, kein Problem. La la la, es macht so eins. Zwei.
3. Plus die 2, die wir gespeichert haben. 5 und 6. Kommt jetzt das 7. Mal. Das war nur eine leere Flasche. Kein Problem, keine Sorge. Das war jetzt kein Controller, der irgendwie weggeflogen ist oder so. So wie das andere Leute teilweise machen. Okay, das 7. Mal also. Gut, dann ist es das 8. Mal jetzt gleich. Kein Problem. Ist jetzt auch nicht langweilig fürs Let's Play oder so eine Scheiße. Kein Problem. Das macht total viel Spaß, bestimmt mich hier tausendmal beim Laden zuzusehen. Das ist total geil. Also, ich kann mir viel Cooleres vorstellen. Ein Let's Play von, keine Ahnung, zu schauen. Von, keine Ahnung, von Mario Kart anzugucken oder sowas. Das ist bestimmt tausendmal geiler. Als wie ich jetzt hier 15 Minuten lang dieselbe Scheiße zu mache. Fick dich! Ich kann gleich einen Cut einlegen. Ich habe auch gleich keinen Bock mehr drauf. Das ist das nächste Problem, nehme ich gleich. Ich habe keinen Nerv mehr auf diese Scheiße hier. Drei. Ist mehr Sch... Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Jetzt kommt das 8. Mal. War ich soweit schon? Ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass ich geschrien habe 8 Mal oder sowas. Keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Alles klar. Das 8. Mal war es also auf jeden Fall schon mal nicht. Kein Problem, hängen wir jetzt nochmal 10 Minuten dran. Okay, los geht's. 1. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Okay. 7, 8, jetzt kommt das 9. Mal. Mal gucken. Wie wäre es denn beim 9. Mal? Ist ja nicht so, als ob es jetzt irgendwie extrem viel gewesen wäre oder sowas. Nein. Okay. Gut, dann das 10. Mal. Probieren wir es das 10. Mal. Ist ja nicht so, als ob ich das noch niemals zuvor erlebt habe oder so. Oder das Spiel mich gerade einfach nur komplett verarschen will. Alles klar, gut. Das ist jetzt eine ganze Folge also an einem Meistererfolg dranhängen. Das ist auf jeden Fall eine geile Folge. Eine ganze Folge nur fürs 10% Scheiß machen hier. Hä? War der Knopf schon immer links? Habe ich jetzt in der Links-Rechts-Schwäche auf einmal? Bin ich jetzt linkshändig geworden durch den Scheiß hier, oder wie?
Hey, ich könnte Schwerne war immer hier. Hä? Das kann ich. Es wird nur langsam. Ich habe nur bald keine Drachenzähne mehr. Das ist das größte Problem. Allerdings werde ich dann anfangen zu cheaten, weil so eine Scheiße werde ich ganz sicherlich nicht unterstützen. Dass ich jetzt alle meine kompletten Drachenteile vergesse, nur wegen so einer Unglücksscheiße hier. Ich werde kurz mal cutten, Leute. Wir sehen uns wieder, wenn es soweit ist dann. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Bis gleich. Hier, doch, Gegenstand herstellen. Jetzt ist es rechts. Willst du mich verarschen? Das war eben links gewesen. What's up, Dudes? Ich bin wieder da. Kurz vorm Einschlafen. Heilungsbonus. Verteidigung, Fernkampf. Zack und... Okay, das verstehe ich jetzt gerade nicht, weil normalerweise bei einer kleinen Rüstung... Bei einer kleinen Rüstung wäre das jetzt... Wäre der jetzt verbessert worden. Wieso passiert das... Verstehe ich jetzt nicht. Wieso ist jetzt bei einer großen Rüstung das jetzt nicht passiert? Das heißt, es hängt also von deiner Rüstung ab, ob es klappt oder nicht. Dieses 30%, 40%, was da steht, Erfolgschance, ist Schwachsinn. Es ist kein bisschen so. Das ist kompletter Bullshit. 40% Chance auf Meisterstück am Arsch. Das ist, hängt von deiner Rüstung ab, wie gut die ist. Das ist kompletter Betrug. Jetzt, natürlich jetzt. Wie denn auch sonst? Ich habe es gerade eben offscreen ausprobiert. Ich habe die ganze Zeit diese kleine Rüstung verbessert. Die ganze Zeit hier. Zack. Zack, so wie ich das aus dem Let's Play getan habe. Zack. Eins. Nein. Oh, ey. Zwei. Drei. Jetzt möchte ich ganz kurz mal was austesten, ne? Warte mal ganz kurz. Ich kann es vielleicht sogar beweisen. So, ich habe das Let's Player gestartet, indem ich nur noch... Warte. Indem ich hier nur noch 6-1 Drachenknochen... ganz kurz. 5-1, ne, haben wir jetzt. 5-1. Und jetzt kommt der Meistererfolg. Genau, Meisterstück Erfolg. Okay. Ne? Merken wir uns mal. Wir hatten also 5-1 auf der Uhr und dann kam der Meistererfolg. Von 5-1 auf 4-1. Okay. 10-1 haben wir jetzt. Langsam tut auch meine Hand weh. Bei diesem Rumgedrück hier die ganze Zeit, diesem Rumhergescrolle. Jetzt haben wir 7-1. Oh, Alter, meine Hand. Jetzt haben wir 6-1. Und jetzt haben wir 5-1. 5-1 haben wir jetzt, genau wie eben. Gut, dann kommt jetzt der Meistererfolg. So wie man es ja gerade gesehen hat, mit der Kleinrüstung, ne? 5-1, da haben wir es. Jetzt kommt es nicht. Obwohl es gerade bei der Kleinrüstung gekommen ist. Das heißt, diese 40% sind ein scheiß Dreck, sondern das Spiel betrügt dich, nämlich je wertvoller deine Rüstung ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit. Das sind nicht immer 40%, sondern das hängt von deinem Rüstungswert ab. Das Spiel ist so verbuggt bis zum Fick zum Arsch, Alter, wirklich. Habe ich keine Worte für, ich weiß auch nicht, was ich dazu groß sagen soll. Keine Ahnung. Bisher waren mir die Bugs auch alle scheißegal, aber das hier ist gerade der allergrößte Betrugs-Bullshit, den ich je gehört habe. Wie funktioniert das hier mit diesen scheiß Meistererfolgen? Ich komme nicht dahinter, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Nö, weiß ich auch nicht.
Oh Gott. Außer, dass wir gleich keine Drachenzähne mehr haben. Allerdings werde ich dann mein Cheat-Modul aktivieren, weil ich habe ja eins. Um hier zum Beispiel neue Frisuren und so weiter hinzuzufügen, weißt du? Ich weiß gerade nicht mehr, wie das hieß. Dragon Age Mod Tools, glaube ich, oder irgendwie sowas habe ich ja. Ich habe mir schon für Frauen habe ich mir eine andere Frisur da reingepatcht. Reingemoddet. Dann kann ich mir auch kurz mal gleich unendlich Drachenzähne machen oder sowas. Warte mal, hä? Jetzt kam es nicht gerade? Als nächstes muss es kommen. Ich weiß, keine Ahnung, sonst gehe ich gleich wirklich, keine Ahnung, in den Wald und bringe irgendwelche Leute um. Gehe ich in irgendeine Bank rein und bringe mit Messer Leute um. Ja, danke. Aus diesem Grund gibt es Amokläufe in Schulen. Genau wegen so welchen Spielen hier. Jetzt weiß, ne? Also wenn es jemand mal nicht verstehen sollte, jetzt weiß es. Es ist Dragon Age. Oh, oh, das fühlt sich gerade so gut an. Ich kann jetzt mal meine rechte Hand hier kurz mal. Oh. Ich kann einfach kurz mal so rum. Einfach kurz mal ablassen, ne? Ablegen auf den Tisch. Blitz. Harnisch der Zeit. Ach, keine Ahnung. Da fiel mir nichts wirklich Großes ein. Keine Ahnung. Ist mir scheißegal, dass ich den Rotz jetzt endlich hinter mir habe hier.